Ja, und beim Hürdennehmen, da kann auch sie mitreden, wenn auch in ganz anderer Form. Hürdenläuferin Beate Schrott war gestern bei der 13. Auflage des Lise Prokop Memorials in St. Pölten am Start. Ebenso wie Österreichs Olympia-Fixstarter Ivona Dadic und Lukas Weißheidinger. Für Schrott war das Leichtathletik-Meeting allerdings ein ganz besonderes. Es war nämlich das letzte Heimmeeting ihrer Karriere. Mehr als 10 Jahre lang war sie in St. Pölten Stammgast und hat in den Hürdenbewerben das Publikum begeistert. Im letzten Jahr ihrer erfolgreichen Karriere noch einmal bei ihrem Heimmeeting starten zu können, ist für Beate Schrott ein emotionaler Höhepunkt. Meine ganze Karriere hat in St. Pölten begonnen. Von Tag 1 war ich bei der Union St. Pölten und heute nochmal da laufen zu können, hat mir wahrscheinlich genauso viel bedeutet wie das Olympia-Finale. Schrott hat in St. Pölten schon in ihren Anfangszeiten für Furore gesorgt und beim Prokop Memorial, damals noch auf der Union Sportanlage, den einen oder anderen Grundstein für spätere Erfolge gelegt und unter anderem auch die 13-Sekunden-Marke unterboten. Ich habe wirklich beim Aufwärmen aufpassen müssen, dass ich nicht schon zu früh emotional werde. Und ich bin froh, dass es mir gelungen ist, dass ich erst nach dem Finale dann ein paar Tränen vergossen habe. Und auch sportlich verabschiedet sich Schrott mit einem Ausrufezeichen. Sie belegt im Hürdensprint Platz 2 in einer Zeit von 13,05 Sekunden. Eine persönliche Saisonbestleistung, die auch wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation bringt. Ich habe noch viel vor mir, bis ich wirklich dann qualifiziert bin, aber ich glaube, das war heute ein wichtiger Wettkampf in der Richtung. Bereits fix für Olympia qualifiziert ist Mehrkämpferin Ivona Dadic, die in St. Pölten mit dem Kugelstoßen in ihre Saison startet. Österreichs Sportlerin des Jahres bleibt mit 13,34 Metern aber hinter ihren Erwartungen und ist noch auf Formsuche. Das Ziel für Tokio bleibt eine Medaille. Ich habe mir vorgenommen, nicht viel über Medaillen im Vorfeld zu sprechen, weil es ja, nicht viel Sinn macht. Es wird wichtig sein, dass ich dort abliefere, gute Leistungen bringe und alles andere wird sich von selbst ergeben. Bei Diskuswerfer Lukas Weißheidinger läuft die Olympia-Vorbereitung weiter perfekt. 2 Wochen nach seinem 68-Meter-Wurf in Eisenstadt kommt er in St. Pölten auf 67,76 Meter und kratzt bei einem ungültigen Versuch sogar an den 70 Metern. Der WM-Dritte zählt damit aktuell zu Österreichs heißesten Tipps auf olympisches Edelmetall.